Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Bundesministerin, ich möchte zunächst die Gelegenheit nutzen, Ihnen persönlich zu Ihrem neuen Amt zu gratulieren und im Sinne unserer Familien, Jugend, Senioren und Frauen eine erfolgreiche verbleibende Amtszeit zu wünschen. Wenn ich in der Vergangenheit die öffentliche Diskussion zum Thema Jugend beobachtet habe, ging es oft und in meinem Geschmack zu oft um Themen wie Komasaufen, Gewalt, Zigarettenkonsum, Null-Bock-Stimmung oder Schulschwänzer. Diese gesellschaftliche Sicht auf Jugendliche hat sich durch zahlreiche erschienene Studien in den letzten Jahren glücklicherweise um 180 Grad ins Positive gedreht. So zeichnete vor allem die Shell-Studie ein überaus positives Bild der Jugend von heute. Sie ist pragmatisch, schätzt Werte wie Familie, Freundschaft und Partnerschaft, ist Politik interessiert. Erstmals seit den 1990er Jahren bewertet eine Mehrheit der Jugendlichen die Zukunft der Gesellschaft positiv. Die eigene Zukunft wird sogar noch positiver eingeschätzt. Für Jugendliche zählt im Beruf die persönliche Erfüllung statt Karriereorientierung. Jugendlichen haben mehr Angst vor Fremdenhass als vor Zuwanderung. Jugendliche nutzen das Internet mit allen Möglichkeiten, sind aber kritisch bezüglich der Datenverarbeitung durch große Unternehmen. Die große Mehrheit legt Wert auf Werte wie Respekt vor Gesetz und Ordnung. In vielerlei Hinsicht sollte die Jugend von heute für uns alle ein Vorbild sein. Pragmatismus, Optimismus und Toleranz sind Werte, die unsere Gesellschaft im Ganzen stärken und für die Zukunft sichern. Da könnten ruhig ein paar mehr, das bei dem Thema. Vor allem das. Ja, ich weiß, die schlafen noch ein bisschen. Vor allem das ehrenamtliche Engagement der Jugend ist bemerkenswert. Neben vielfältigen Hobbys, familiären Verpflichtungen und dem Schulunterricht schafft es eine Vielzahl von Jugendlichen, sich neben diesen Hauptverpflichtungen ehrenamtlich zu engagieren. Sie tragen durch ihr Engagement für Sport, Kirche, Schule, Kultur, Freiwillige Feuerwehr, Jugendrotkreuz, Jugend-THW, DLRG, um nur einige wenige zu nennen, in ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten maßgeblich zum Funktionieren unserer Gesellschaft bei. Zwar engagieren sich im Vergleich zum Jahr 1999 weniger Jugendliche, nichtsdestotrotz leisten sie eine hervorragende Engagementarbeit. Als Politiker habe ich den höchsten Respekt vor Ihrer Leistung. Ingrid Pahlmann wird das, glaube ich, gleich in ihrer Rede auch noch einmal genauer unter das Licht nehmen. Auch der 15. Kinder- und Jugendbericht zeichnet, wie zuvor bereits die Shell-Studie, ein überaus positives Bild der Jugend von heute. Dabei wird erstmals überhaupt der Fokus ausschließlich auf die Lebenswirklichkeit der Jugend gelegt und die Kindheit ausgespart. Kindheit ist wichtig, aber in der Forschung schon gut repräsentiert. Auch ich begrüße deshalb die Schwerpunktsetzung auf das Thema Jugend sehr. Es wurde Zeit. Dabei ist der Begriff der Jugend eher als unkonkreter Sammelbegriff zu verstehen. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass zur Jugend alle gehören, die sich jung fühlen. Aber zumindest die Menschen zwischen 12 und 27 Jahren können sich diesen Begriff getrost ans Revier heften. Nach Vorschlag der Sachverständigenkommission sogar bis zu einem Alter von Mitte 30, was ich als 39-Jähriger zwar sehr schmeichelhaft finde, aber dann doch etwas übertrieben. Zudem ist die Jugend genauso pluralistisch wie die Gesellschaft insgesamt. Eine Jugend gibt es nicht, nur viele individuelle Jugendliche. Auch weil ihr Anteil aktuell an der Gesellschaft lediglich so groß ist wie der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesellschaft, müssen wir in diesem Haus gemeinsam die vielfältigen Interessen der Jugend bestmöglich vertreten. Denn Repräsentation ist keine Frage des Wählendürfens alleine, sondern eine Frage des Vertretenwerdens. Ich weiß, dass für eine angemessene Repräsentation der Jugend, weiß Gott, nicht alle Entscheidungen dieser Legislaturperiode hilfreich gewesen sind. Dennoch werde ich mich auch in Zukunft weiter dafür einsetzen, dass politische Konzepte wie bei der Rente nicht nur bis ins Jahr 2030 reichen. Ein Rentenkonzept, welcher Partei auch immer, muss die Interessen der Jugend sehr intensiv berücksichtigen. Abgesehen von der Rentenpolitik haben wir in dieser Legislaturperiode mit unseren beschränkten Kompetenzen auf Bundesebene aber viel für die Jugend in unserem Land erreicht. Wir haben in unseren Bundesmöglichkeiten vielfach dazu beigetragen, Jugend zu ermöglichen, indem wir sowohl die Eltern als auch die Länder und Kommunen finanziell stark entlastet haben, so stark wie keine Bundesregierung je zuvor. Die Familien, in denen Jugend lebt und in denen sich Jugend entfaltet, haben wir durch die Erhöhung des Entlastungsbetrages, den Ausbau des Unterhaltsvorschusses, die Erhöhung von Kindergeld, Kinderfreibetrag, Grundfreibetrag und Kinderzuschlag sowie Elterngeld Plus entlastet. Auch der Ausbau von Mehrgenerationenhäusern und die Ausweitung des Jugendschutzgesetzes auf E-Zigaretten und E-Shishas kamen der Jugend in dieser Wahlperiode zugute. Und wenn ich mir in meiner voraussichtlich letzten Rede in dieser Legislaturperiode etwas von Ihnen, Frau Ministerin, wünschen darf,
dann dass Sie im Gegensatz zu Frau Schwesig endlich auf die Gefahren für Kinder und Jugendliche durch den Konsum von konventionellen Wasserpfeifen reagieren und einen Entwurf zur Reform des Jugendschutzgesetzes vorlegen. Schon zu Beginn des Jahres 2016 hielten es in der Anhörung alle Experten zum Wohle der Kinder und Jugendlichen in unserem Land für notwendig. Nehmen Sie dieses Wissen ernst und schützen Sie unsere Kinder und Jugendlichen. Der diesjährige Kinder- und Jugendbericht kommt zu keinen revolutionären, aber dennoch wichtigen Erkenntnissen. Die Jugend von heute steht hinter der Demokratie als bestmögliche Staatsform. Sie ist politisch interessiert, keineswegs politikverdrossen. Sie wendet sich bei Problemen überwiegend an Familie und Freunde, strebt in größerer Zahl nach höheren Bildungsabschlüssen als noch vor ein paar Jahren, ist konstant zu drei Viertel religiös, wenngleich individueller und kirchenunabhängiger. Jugend ist zudem durch eine höhere internationale Mobilität gekennzeichnet. Durch eine geringere Arbeitslosigkeit als im Rest Europas bewegt sich in der digitalen Welt im Wissen der Datensparsamkeit mit Leichtigkeit, wenngleich der digitale Zugang von Regionen, Bildungsabschluss und sozialem Status abhängt. Kommuniziert vielfältig online, nach wie vor aber auch offline und liebt die Freizeitgestaltung innerhalb ihrer jeweiligen Peer Group. In Zeiten großer gesellschaftlicher Änderungen, globaler Herausforderungen und damit verbundenen Unsicherheiten wächst die Jugend von heute in einem unübersichtlichen Umfeld auf. In einem solchen Umfeld Jugend zu ermöglichen, ist die Aufgabe von uns allen. Von der Politik die geeigneten Rahmenbedingungen vorzugeben und anzupassen, von der Gesellschaft die benötigten Freiräume für die Entfaltung von Jugendlichen bereitzustellen und schließlich vom direkten sozialen Umfeld, Vätern und Müttern, Lehrern, Freunden und Familienangehörigen, Geborgenheit, finanzielle Sicherheit und persönlich-soziale Unterstützung zu geben. Aber, und das halte ich in der Diskussion um Jugend für wichtig, das Ermöglichen von Jugend ist für die Jugendlichen nicht passiv im Sinne von Gewähren von Jugend zu verstehen. Auch sie selbst müssen sich ihrer Jugend aktiv ermöglichen. Sie müssen sich selbst engagieren, sich selbst qualifizieren, sich selbst im Internet schützen, sich selbst ihre eigenen Freiräume schaffen, sich selbst und gegenseitig helfen. Und wir alle haben das bei der Entscheidung zum Brexit gesehen, dass Jugendliche zwar ganz überwiegend pro-europäisch eingestellt sind, aber deutlich unterrepräsentiert bei der Wahl waren. Und das müssen wir alle gemeinsam ändern, denn in allen europäischen Ländern sind die Jugendlichen außerordentlich pro-europäisch eingestellt. Grundvoraussetzung für das bestmögliche Aufwachsen der größtmöglichen Zahl von Kindern und Jugendlichen, um ihnen eine bestmögliche Zukunft zu geben, und da danke ich der Sachverständigenkommission für deren Klarheit, ist die angemessene finanzielle Ausstattung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der sozialen Dienste. Wie beim für die Herstellung von Chancengerechtigkeit überaus wichtigen Aspekt des Bildungssystems sind hier originär aber vor allem die Länder und Kommunen mit ihren Kompetenzen gefragt. Ich bin mir sicher, dass Sie den 15. Kinder- und Jugendbericht detailliert analysieren und auf dessen Ergebnisse reagieren werden. Unser Bildungssystem muss, egal ob in Hamburg oder Berlin, Bayern oder Niedersachsen, alle Kinder und Jugendlichen mit ihren jeweiligen Schwächen und Stärken so mitnehmen, dass keine Chancen ungenutzt bleiben, egal welches Geschlecht, welche ethnische Zugehörigkeit, welche regionale oder familiäre Herkunft, welchen sozialen Status oder körperliche Verfasstheit das jeweilige Kind aufweist. Wenngleich die Chancen mittlerweile gleicher verteilt sind, ist eine chancengleiche Jugend noch nicht erreicht und muss deshalb von uns weiter verfolgt werden. Daher werden auch ich und meine Fraktion uns die 22 Thesen der Sachverständigenkommission aus dem 15. Kinder- und Jugendbericht in der kommenden Legislaturperiode politisch genau ansehen und wo nötig Antworten formulieren, damit die Jugend für den größten Teil der Jugendlichen ein möglichst unbeschwerter Lebensabschnitt bleibt und für die wenigen anderen Jugendlichen ein unbeschwerter Lebensabschnitt wird. Erlauben mir an dieser Stelle allerdings auch eine persönliche Anmerkung. Ich finde es gut, dass wir einen so umfassenden Bericht vorgelegt bekommen haben, fast 600 Seiten. Ich stelle allerdings nach 4 Jahren in Parlamentszugehörigkeit und im Gespräch mit rund 2000 Schülerinnen und Schülern immer wieder fest, dass wir sehr genau wissen, wie die Jugend tickt, wie sie denkt, wie sie lebt, dass aber umgekehrt die Frage, wie Jugendliche den Zugang zur Politik finden, immer noch mit sehr, sehr vielen Fragezeichen behaftet ist. Vielleicht sollten wir uns deshalb gemeinsam auch einmal der Frage intensiver zuwenden, wie können wir das verbessern. Ich kann zu meinem Glück sagen, in meinem Wahlkreis über eine politische Nachwuchsorganisation zu verfügen, auf die ich sehr stolz bin. Aber das muss Standard werden, dass wir Jugendlichen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, dass die wissen, wie Politik funktioniert, wohin sie sich wenden müssen. Ich glaube, das ist eine gemeinsame Aufgabe für uns alle. Denn die Jugend von heute ist die Demokratie von morgen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Vielen Dank.
Katja Dörr.